Der Nachname sagt im Endeffekt schon alles. Hinter dieser Firma Rudisch Bau GbR steckt nämlich unter anderem Sascha Rudisch. Und Rudisch ist führender Neonazi im Kameradschaftsnetzwerk Freies Netz Süd. Er war früher auf Aufmärschen der MPD bzw. JN in Gräfenberg, als wir da noch regelmäßig aufmarschiert sind, und bewegt sich jetzt eben im Dunstkreis dieses FNS. Bis vor kurzem war er auch noch presserechtlich Verantwortlicher der Bürgerinitiative Soziales Fürth. Das ist eine FNS-Tarnorganisation aus Fürth, die eben nicht mit ihrem eigenen Label an die Öffentlichkeit reden, sondern mit einem seriös klingenden, eben der Bürgerinitiative Soziales Fürth. Der zweite Gesellschafter, der Rudisch Bau, scheint ja inzwischen relativ bemüht, nicht mehr öffentlich mit neonazistischen Aktivitäten in Verbindung gebracht zu werden. Macht sich Rudisch da etwas Sorgen um sein Image als Jungunternehmer? Ja, du hast es richtig erkannt, Sascha Rudisch tritt in letzter Zeit nicht mehr wirklich öffentlich auf Neonazi-Kundgebungen, Events und so weiter und so fort. Man kann aber dazu sagen, er war im Februar, als Neonazis in Fürth aufmarschiert sind, war er auch auf dieser Demonstration, hat versucht, sein Gesicht zu verschleiern, hat versucht, dass man ihn nicht fotografieren kann und so weiter und so fort. Es war ja auch dann bemerkenswert, als Rudisch nicht mehr als VUSDP für die BSF aufgetreten ist und Sebastian Schmaus dann an seine Stelle gekommen ist. Da hat man auch gemerkt, dass Sascha Rudisch sich komplett aus Fürth zurückzieht, beziehungsweise komplett aus der neonazistischen Politik zurückzieht. Nach unseren Erkenntnissen hat es auch damit zu tun, dass es interne Streitereien im FNS um die Person Rudisch gab. Nach wie vor ist Sascha Rudisch natürlich weiterhin im FNS aktiv. Zum Beispiel arbeitet er auch mit Matthias Fischer zusammen, einem der führenden Köpfe im Freien Netz Süd. Und nur weil ein Nazi gerade nicht mehr öffentlich so großartig auftritt, heißt es noch lange nicht, dass er irgendwie seine politische Ideologie gewechselt hat oder beziehungsweise irgendwie einer anderen politischen Ideologie anhänglich wird. Du hast gerade Matthias Fischer erwähnt. Dieser ist bisher ja weniger mit seinem handwerklichen Geschick denn als Strippenzieher der regionalen Neonazi-Szene aufgefallen. Wie würdest du denn Fischers Rolle im Kameradschaftsnetzwerk Freies Netz Süd einschätzen? Ja, Matthias Fischer gehört auf jeden Fall zu den führenden Köpfen im Freien Netz Süd. Man kann dazu sagen, dass das Freie Netz Süd ja ein bayernweiter bzw. süddeutschlandweiter Zusammenschluss von einzelnen Neonazi-Kameradschaften ist. Und der Hauptschwerpunkt bzw. die Führungsriege des FNS liegt im Endeffekt in Mittelfranken. Und da hängt natürlich auch Matthias Fischer aus Fürth-Stadeln mit drinnen. Nennen. An den führenden Positionen ist dann auch noch Norman Kempken aus Nürnberg. Die beiden sind im Endeffekt so die Führungsriege der mittelfränkischen Neonazi-Szene. Die gleichen Leistungen von Abbruch, Entsorgung und Reinigung bis hin zur Raumausstattung wie die Rudisch Bau hat bis Ende August die Germania Bau Limited ihren KundInnen angeboten. Auch werden die Arbeiten nach wie vor von, Zitat, qualifizierten deutschen Handwerkern, Zitat Ende, ausgeführt. Nichts Neues auf dem Bau also? Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Die Internetseite, die früher unter Germania Bau Limited zu erreichen ist, ist jetzt im Endeffekt unter Rudisch Bau GbR zu erreichen. Es hat sich im Endeffekt gar nichts getan. Es sind die gleichen Inhalte und so weiter und so fort. Das Einzige, was sich da so ein bisschen geändert hat, ist, dass die Anschrift der Rudisch Bau nicht mehr in Weierhof war, wie die von der Germania Bau Limited. Da war ein Armin B. verantwortlich dafür, also stand zumindest auf dem Briefkasten. Jetzt ist die Wohnadresse von Sascha Rudisch in der Fürther Innenstadt genannt. Ansonsten hat sich da überhaupt nichts geändert. Also es bleibt der gleiche Betrieb. Einzig, was sich noch geändert hat, ist, dass jetzt als erster Gesellschafter der Zwillingsbruder von Sascha Rudisch auftritt. Meinst du, dass sich diese Umbenennung mit dem Engagement von Nazi-GegnerInnen, die da ja schon auch Aufklärungsarbeit geleistet haben, in Verbindung bringen lässt? Ja, auf jeden Fall. Man hat es ganz deutlich auch daran gemerkt, als diese ganze Sache öffentlich wurde, wurde zum Beispiel auch die Referenzliste der Germania Bau Limited im Internet unter Passwort gestellt. Also das heißt, man kann es nicht mehr öffentlich einsehen. Das gleiche ist jetzt auch bei der Rudisch Bau GmbR. Die Nazis versuchen auf jeden Fall, sich durch einen anderen Namen auch irgendwie aus dieser ganzen Affäre rauszuziehen. Also wir hoffen natürlich, dass das nicht erfolgreich bleibt.